So, hallo, da sind wir wieder, Morrowind. Wir entern jetzt Shushishi zum zweiten Mal. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen aufgeschrieben auf einen Zettel von Dingen, die ich nicht vergessen darf. Und zwar war da eine Sache. Die Frage ist nur, ob das jetzt wirklich hier war oder ob ich mich da wieder komplett irgendwo verrannt habe. Ich bin etwas orientierungslos, leider. Nein. Oh ja, hier war das. Ja. Genau, und da würde ich gerne drüber. Zuerst werde ich mal rasten, wo ich mir... Oh, es sind Feinde in der Nähe. Ah ja, da drüben ist ein Netsch. Genau. Dann gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Und rasten mal hier. Da drüben ist ein, nicht ein Netsch, ein Schalk war da drüben, glaube ich. Ich war ja schon mal drüben. Und ich werde jetzt wieder rüber gehen. Und zwar mit einem Levitationstrank, den ich gebraut habe. Einer ist schwächer, den werde ich zuerst nehmen. 5 Punkte für 11 Sekunden. Mal schauen, ob das ausreicht. Ja. Ich weiß eigentlich nicht, was das mit den Punkten auf sich hat. Und wo ist der Schalk hin, der hier das letzte Mal war? Sehr verdächtig. Hier ist gar nichts. Aber irgendwo sind hier auf jeden Fall Feinde. Ich werde hier mal... So, Zutaten nehmen, die kann man immer brauchen, weil man Geld immer brauchen kann und Tränke lassen sich sehr gut zu Geld machen. So. Und dann schauen wir mal. Ah, da ist er. Und der widersteht meiner Magie dauernd, der Sack. Das rettet ihn aber trotzdem nicht. Schalkharz ist eigentlich... relativ viel wert, ja. Den beseitigen wir auch so. Okay, und hier geht's rauf. Da war ich letztes Mal nicht oben. Ich war nämlich hier unten. Kann ich da runter? Ja. Weil hier liegen nämlich ein paar nette Sachen. Unter anderem ein verfeinerter Frostschildtrank. Der ist jetzt nicht so berauschend. Aber dieser Sturmhelm und der kaiserliche Echsenschuppenharnisch. Und dann hätten wir hier noch eine Armbrust. Und das war's. Mal für den Anfang. Ist auch gar nicht so schlecht. So. Genau, und letztes Mal bin ich dann hier nicht mehr raufgekommen. Jetzt habe ich allerdings Levitationstränke und kann da wieder raus. So. Und ich kann auch gleich die Höhle weiter erforschen. Ich kann mal... Ich glaube, diesen Harnisch, der ist besser als mein... Ja. Den legen wir mal an, der ist auch leicht, genau. Und den Helm, den habe ich jetzt wo? Ah, da oben. Sturmhelm, 3 Blitzschild, bla bla bla. Okay. So, und wir nehmen einen Levitationstrank und fliegen mal. Hilfe, es laggt. Wir fliegen mal. Hallo, ich stecke hier irgendwo. Finde ich gerade uncool. Ah ja. Fliegen mal darauf. Aha. Aha. Ich verstehe. Okay, alles klar. Ja, da oben ist, wie ich das erste Mal in die Höhle gegangen bin, eine gestanden. Und die ist mir dann irgendwo von der anderen Seite auf einmal entgegengekommen. Und die ist scheinbar da irgendwie... Okay, egal. Gut, wir haben, was wir wollten. Wir können Shushishi wieder verlassen. Und die Ratte in Empfang nehmen. So, Leiche beseitigen. Wir nehmen hier einen Levitationstrank. Ich habe leider den Eindruck, dass mein Computer diese Levitationstränke nicht so verkraftet, weil der vorher ziemlich gelaggt hat. Oh, jetzt geht's aber.
Und wo bist du? Du bist da. Bitte stirb, bevor der Levitationstank aus ist. Danke. Du hast doch gar nichts. Ich will nämlich nur über den Berg drüber. So. Das mal gut. Und wir sind wieder auf sicherem Boden. Okay. Und hier haben wir eine Ratte. Und einen Quama-Kundschafter. So, Leiche beseitigen. Leiche beseitigen. Okay. So, jo. Was gibt's hier eigentlich? Waffenschmied. Was gibt's hier? Aus Gorak. Ah ja, da kann ich zu meinem Skampffreund. Dem könnte ich zum Beispiel jetzt so Dinge verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel diesen kolovianischen Fellhelm. Diesen Kyras aus gekochtem Netzschleder. Und was habe ich da bekommen? Irgend so ein Blitzschild-Dingsen, der nicht besonders war. Verfeinerter Frostschildtrank, ich glaube, der war das. Okay. Jo, und das war's auch schon wieder. Sind immerhin 145 vielleicht? Nein. 142 vielleicht? Ja. So, wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir haben schon wieder 3000 Draken, bitteschön. Also Geld gibt's hier ja endlos. Gut, wir werden... Was werden wir machen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Also von der Magiergilde aus... Braucht ihr etwas? Ah, ich bin Gelehrter. Aha. Kann ich von dir... Befehle haben, vielleicht? Oder kann ich jetzt mit dir handeln, eigentlich? Hoppla. Nein, erst mit höherem Rang. Aha. Okay, dann werden wir nach Balmora mal reisen und uns nochmal den Quest anschauen, den aktuellen, den die nette Dame von der Magiergilde hier für mich hat. Das war, glaube ich, irgendwelche zwei ehemaligen Mitglieder umbringen oder so. Genau, und der ist in Sulipund. Sulipund liegt weiter weg von Punabi hinunter. Punabi verlässt Balmora nach Osten. Richtung Mondfalterfestung. Überquert die alte Dwemerbrücke. Da waren wir schon mal, da ist Akken getarnt. Die nördlich der Festung nach Molag Amur führt, geht an der Dwemer-Ruine vorbei und folgt dem gewundenen Pfad Richtung Osten bis zu einem See, bla 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 bla. Okay, und der Gildenbeitrag ist direkt dort, alles klar. Gut. Dann werden wir das mal machen. Ja, bitte. Was wollt ihr? Die Frage ist natürlich, das wurde mir sicher nicht auf meiner Karte eingezeichnet. Selbstverständlich nicht. Okay. Das heißt... Was ist das hier? Marandus. Okay. Das heißt, wir gehen mal zur Mondfalterfestung. Und von dort aus werden wir uns mit den Angaben, die im Journal stehen, durchkämpfen. Denke ich mal. Gott sei Dank haben wir unsere tollen Stiefel, mit denen sollte das Ganze ja kein Problem sein. Zeitmäßig meine ich jetzt natürlich.
Obwohl ich bezweifle, dass es sich in diesem Part noch ausgehen wird. Wir sollen... Moment. Ich muss jetzt schon mal ins... Gildenbeitrag. Punabi, so. Richtung... Hoppla. Ich will wieder zum Gildenbeitrag. Oder nein, ich will nach... P wie Punabi. Geht an der Dömerruine vorbei und folgt dem gewundenen Pfad Richtung Osten bis zu einem See. Ach so, ich muss eh zu nach Marandus. Also hierhin quasi. Aha, habe ich noch einen Levitationstrank eigentlich? Nein, schaut nicht so aus. Könnte ich mir noch einen machen? Ich habe ja noch Läuferfedern eigentlich relativ viele. Ich hätte mehr Dramawurzeln sammeln sollen. Festes Wasser. Nein, schaut nicht gut aus. Was war das? Last. Festes Wasser, Last, Wasseratmung, Levitation. Ah, das sind die Läuferfedern. Tja, schaut nicht so aus. Okay. Nun gut. Oder muss ich da runter? Nein, das stimmt schon. Ja. Eventuell finde ich hier irgendwo eine Dramawurzel, das wäre ganz gut. Dann könnte ich da einfach hinfliegen. Das geht, glaube ich, noch etwas schneller als mit meinen Schuhen. Uah. Uncool. Bitte stirb. Bitte stirb. Stirb. Okay. So. Alter. Ich sehe ja gar nichts. Was ist das? Ist das eine... Nein, das ist ein böses Vieh. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie es heißt, aber es ist böse. So viel ist mal sicher. Okay. Ein Kaguti, genau. Okay. Ich hätte gerne Dramawurzel. Da wird doch irgendwo so eine Wurzel herumliegen, oder? Da ist eine. Okay, die werden wir schnell einsammeln. Zwei gleich. Sehr gut. So, wo sind meine Läuferfedern? Einmal Läuferfedern. Und einmal T wie Drama. T. Dramawurzeln. Ich hoffe mal, dass einer davon wenigstens gelingt. Ja, okay. Vielleicht noch eine zweite irgendwo. Da vorne sind zum Beispiel noch welche. Oh ja. Und da drüben auch noch. Und da oben auch. Und überall eigentlich. Das gefällt mir. Da mache ich mir gleich ein paar von diesen Tränken. Kann ich auch höher fliegen und eventuell noch einen trinken, während ich runterfalle oder so. So, wir brauchen Läuferfedern und einmal Dramawurzeln ganz am Ende. Okay. Und Alchemie hat sich verbessert. So,
So, wo ist jetzt dieser Trank? Einmal Levitation für wie lang? 27 Sekunden alle. Okay. So, und wo, dass ich nicht in die falsche Richtung fliege? Ah, du Sack. Verpiss dich. Boah. Ich hasse die Viecher. Das Problem ist, eigentlich sollte ich mich heilen. Fällt mir gerade auf. Das werde ich jetzt mal schnell machen. Okay. Und da greift mich schon wieder so ein... Ah. Wenn ich die Federn von den Viechern nicht für Levitationstränke bräuchte, dann würde ich sie wirklich abgrundtief hassen. Aber so habe ich wenigstens irgendwie einen Grund, mich zu freuen, dass ich sie sehe. Sie gehen mir trotzdem ziemlich auf den Sack. Und wir haben Level Up. Okay. So, und wir werden hier mal kurz... Ich wollte hier jetzt eigentlich speichern, aber vorher noch kurz rasten, aber du lässt mich ja nicht. So. Kann ich hier rasten? Ja. Weil die Zeit ist jetzt eigentlich auch schon wahrscheinlich wieder überzogen, aber egal. So, wir haben Geschicklichkeit mal 5. Das nehmen wir auf jeden Fall. Wir haben Stärke mal 2, das nehmen wir auch. Und wir nehmen Intelligenz 66 mal 2, das nehmen wir auch. Oder Schnelligkeit, nein. Oder Glück. Nein, wir lassen das mal so. Okay. So, und was ist das? Das ist Marandus. Das schaut heftig aus. Das sehen wir alles beim nächsten Mal. Bis dann.